Ein Moin und ein herzliches Willkommen. Endlich zurück zu einem neuen Video, meine Lieben. Ich bin wieder back in the business. Ich stelle heute den Mod vor, Mais Plus, Leute. Das wäre das Mais Plus Pack und noch ein zweites Pack, Leute. Ich kann euch kurz die zwei sagen. Mais Plus und die Mais Plus Erweiterung für Tiere. Gut. Ich packe die euch gerne in den. Ist natürlich immer unten alles verlinkt, wie ihr wisst. Also, das ist natürlich die altbekannte Mühle. CCM-Mühle. Getreidemühle. Hat 15 Kubik. In beiden Normen. 6,5 Tonnen Leergewicht, braucht 280 PS. Das sind die Reifenwahlen. Kostet 34.000 in beiden Konfigurationsmöglichkeiten. Miete kostet 1.734 €. So, dann gibt es hier Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Friedestein, BKT, Trelleborg. Naja, wir halten uns nicht lange um mit den Mods, Leute, weil es ist viel Mods und deshalb zeige ich euch das ein bisschen im Schnellvorgang. Das ist ein Grasland, tiefen, lockerer, naja, ja, 3 Meter Arbeitsbreite, 1,4 Tonnen schwer, braucht 120 PS, 8 km/h. Arbeitsgeschwindigkeit 7.000 € in der Anschaffung, in der Miete 357 €. Das ist ein guter Rolle. Naja, wie man es nimmt. Eine Sekunde. So, Leute. Tut mir leid, bin wieder da. Guter Rolle 3000. Eine Sekunde mal kurz. So, tut mir leid. Jetzt. So. Dann haben wir die Multipack. Das ist eigentlich ein Standard Ding, aber es wurde, so wie ich weiß, umgebaut. 14 Ballen auf die Ballen eben, wo es gibt. 14 Ballen, 3 Tonnen schwer, 404 T, 1,20er. Naja, kennt man. 64.000. Miete, kostet das Ding 3.264. Es ist auch ein Standard von Kuhn. Kann man Folienfarbe 2,8 Tonnen schwer, 1,25 zu 1,50, 1,80 zu 2,40. Dann haben wir hier noch Kosten in der Anschaffung 54.000 und in der Miete 2.754. Gut, dann hier Rundballen Grassilage haben wir. 3,5 Kubik, 26 Kilo schwer, kostet 17,50. Kann man natürlich nicht mieten. Kostet auch 17,50. Es ist eigentlich selbsterklärend. Das wäre einfach Maissilage. Rundballen Luzerneheu, Luzerne-Silage, Kleeheu, Klee-Silage, Pferdeheu, Pferdesilage, CCM. Hühnerfutter, Hühnerfutter, groß, klein, Hühnerfutter. Nochmal größer. Dann gibt es Rübenpaletten. Rüben Pellets. Entschuldigung, Leute. Auf Palette, Big Bag und kleine Säcke. Getreideschrot, kleine Säcke, Palette, Big Bag. Pferdefutter, kleine Säcke. Paletten, Big Bags, Mineralfutter, Mineralfutter, kleine Säcke, Palette Big Bags, kleine Säcke, Palette Big Bags, Leute. Kleine Säcke, vom Schweinefutter natürlich, Entschuldigung, Kraftfutter, kleine Säcke, Palette Big Bags, Schaffutter, kleine Säcke, Palette Big Bag, Heupellets, kleine Säcke, Palette Big Bags,
Saatgut, kleine Säcke, Palette, Backpack, befüllbare Paletten, Karottepaletten, Kartoffelpaletten. Zu denen kommen wir gleich. Melasse, Wasser, gefiltertes Wasser, Luperosil, ich weiß das nicht, Pferdeheu, Kompaktgras, Kompaktluzerne, Heulage, oh, Heulage, zweimal Heulage, okay. Ah, das hat mehr dran, okay. Und nochmal Heulage, noch mehr dran, okay. Dann können wir mal kurz die zwei LKWs angucken. Das ist hier so ein Ding. 368 kW, 500 PS, manuell, 400 Liter Diesel, 60 Liter AdBlue, 80 km/h, 6,7 Tonnen schwer, das ist die Bereifung, 130.000 in der Anschaffung, Kosten in der Miete 6.630. Nur Kennzeichen wählbar. Das wäre das andere Ding. Das sind eigentlich die gleichen Voraussetzungen, genau das gleiche. Das ist noch MK-Silo. Ich weiß nicht, wir können gleich gucken. Das kann einiges. Oh, das kann alles. Okay. Ja, ist es natürlich was sehr Gutes. 30.000 Liter Füllvolumen, 7,3 Tonnen schwer. Das ist die Bereifung. 90.000 in der Grundausstattung. Miete kostet das Ding 4.590. Leute, dann wäre Design kein Aufbau. Trittblech. Okay, Trittblech. Tut sich da was? Ah, ja, da oben, da oben, da oben. Was? Nieten. Okay, Nieten. Wo sind wir, die Nieten? Ich sehe die Nieten nicht. Ist sicherlich auch da oben. Ja. Ja, ich sehe die Nieten nicht. Trittblech plus Nieten. Okay. Kapazitäten. Standard. Erweiterte Mitte. Dann hat das Ding 40.000 Liter Füllvolumen. Und dann Erweiterung groß. Hat das Ding 50.000 Liter Füllvolumen. Kostet dementsprechend fast 8.000 mehr. Aber naja. Je nachdem, wenn Friedman realistisch oder nicht. So, jetzt habe ich euch ein bisschen das kleine Zeug schon mal ein bisschen aufgesetzt. Das wäre das Ticketing in CCM mit normalen Trelleborg. Und das wäre das schicke Ding in Getreide. Aber Mühle. So, mit Michelin. Aber das Ding, sie unterscheiden sich nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist der Tiefenlockerer, haben wir gesehen. Das ist die Walze. Das ist das Ding, das sieht standardmäßig aus. Das ist das Kuhn-Ding, das sieht auch standardmäßig aus. Das sind die LKWs. Ich kann kurz Akkus nur gucken, wenn sie auch wirklich standardmäßig laufen. Und auch mal kurz den ankuppeln, das wäre wichtig. Wichtig. Dann funktioniert alles. Die Kabel sind, also die Schläuche und die Stromkabel sind alles perfekto. Ja. Funktioniert dementsprechend sehr, sehr gut. Aber wir können noch mal kurz gucken. Ich habe bisschen was aufgestellt, nicht unbedingt zu viel, muss man auch ganz ehrlich sagen. Entschuldigung, Leute, das müsst ihr jetzt das sehen. Aber ich muss mal kurz hier in Geschwindigkeit einschalten und dann sind wir schon hier. Das sind die Mais Plus Silos, die sind natürlich auch enthalten. Hier hinten aber noch das größere. Das ist die Türen. Das ist die Mist. Das Mistlager. Muss man auch ganz ehrlich sagen, naja, es ist gut. So, jetzt mal gucken, wie sich das Ding verhält. Wenn wir mal hier reinfahren kurz, mal kurz gucken,
wie sich es verhält. Frisch Mais. Das ist wie im 19er. Okay. Wird auch alles richtig gemacht. Das reicht uns ja schon. Eigentlich. Jetzt können wir das kurz mal abkippen und mal gucken, wie sieht es aus im abgekippten Zustand, Leute. Und dann eigentlich sind wir eigentlich schon durch. Ich mag es kurz und knapp haben. Es sind doch über 10 Minuten geworden, Leute. Naja. Was will man machen? Ich kann nichts machen, wenn es nicht anders geht. Sagen wir es mal so. Mal einmal rückwärts und hoch und dann ist es schon getan. So, verdichtet 100%, Leute. So, ich wollte auch gar nicht mehr. Oh. Das können wir, wenn ihr unbedingt das wollt, können wir noch mal kurz gucken. Ob bei den Tagesdinger. Habe ich gar nicht. Habe ich sie gar nicht? Oh, irgendwo. Hier. So. Oh. Okay. Nee, ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Stopp. Entschuldigung. Nee, das kann ich euch wirklich. Jo. Jo. Nee, das reicht so. Das reicht doch. Das ist der Mais im frisch gehäckselt, oder? Ich finde das Pack ganz schön, wirklich. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde es innovativ, wenn man Real spielen will. Und ja. Der, wo es will, kann gerne unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Da kann man es downloaden, Leute. Kein Thema. Naja. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt, ein Abo und unbedingt beim nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.